Ein Beitrag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen. Drei Fragen an Oberst AD Wolfgang Richter, Sicherheitsexperte an der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Einen schönen guten Tag, Herr Richter. Einen schönen guten Tag, Frau Koffer. Nach den USA ist jetzt im Juni auch Russland aus dem sogenannten Open Sky Vertrag ausgestiegen. Übersetzt Vertrag über den offenen Himmel. Was steckt dahinter? Der Open Skies Vertrag ist ein Instrument der kooperativen Sicherheit, denn er fördert die Transparenz militärischer Aktivitäten. Und dazu erlaubt er kooperative Beobachtungsflüge über dem gesamten Gebiet der Vertragsstaaten. Seit dem Inkrafttreten 2002 sind ungefähr 1500 Beobachtungsflüge durchgeführt worden. Das sind etwa 80 pro Jahr. Und bis zum Ausscheiden der USA im November 2020 gehörten ihm 34 Vertragsstaaten an, darunter auch Russland, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und 28 weitere europäische Staaten. Und das Anwendungsgebiet umfasste die gesamte nördliche Erdhalbkugel von Vancouver bis Vladivostok sowie die pazifischen Inseln der USA und Russlands. So, und der Open Skies Vertrag wurde nicht nur genutzt, um die Einhaltung von Rüstungskontrollverträgen zu überprüfen, sondern auch um größere Militärbewegungen, Manöver, Aufmärsche zu beobachten. Er hat sich seit 2014 vor allem in der Ukraine-Krise bewährt. Die Trump-Administration ist im November 2020 aus dem Vertrag ausgetreten. Sie hat Russland Implementierungsmängel vorgeworfen, die allerdings keinen substanziellen Vertragsbruch darstellten, nach Auffassung selbst der USA und aller anderen Staaten außer Georgien. Hier ging es zum Beispiel um Flugstreckenbegrenzung über Kaliningrad oder an den georgischen Grenzen. Aber auch die USA haben russische Beobachtungsflüge über Alaska und den pazifischen Inseln eingeschränkt. Im Vordergrund standen aber für Trump zwei andere Argumente, nämlich erstens, Russland nutze den Vertrag zur Spionage und zweitens, die Satellitenaufklärung der USA sei technisch dem Open Skies Sensoren überlegen. Eigentlich widersprechen sich natürlich beide Argumente. Erstens, der Spionagevorwurf ist absurd. Flugzeuge und Sensoren werden von allen Vertragsstaaten zertifiziert. Während des Fluges sind sowohl Beobachter als auch Begleitteams des beobachteten Staates an Bord. Die Sensoren werden vorher überprüft und die Ergebnisse werden gemeinsam entwickelt und allen Vertragsstaaten zur Verfügung gestellt. Und zweitens, dass die Satellitenaufklärung genauer ist, trifft zu. Aber darum geht es überhaupt nicht bei dem Vertrag, sondern diese Open Sky Sensoren sind völlig geeignet, um Panzerflugzeugtypen, Raketentypen zu unterscheiden und militärische Aufmärsche zu beobachten. Es geht also hier um die kooperative Faktenfeststellung, das heißt um objektive Daten, die nicht der politischen Auswahl unterliegen, die beide Seiten anerkennen. Und die politische Auswahl würde zum Beispiel bei den eigentlich ja immer klassifizierten nationalen Nachrichtengewinnungserkenntnissen eine Rolle spielen. Und eine gemeinsame Diskussionsgrundlage zu haben, ist gerade in Krisenzeiten für den Sicherheitsdialog von ganz großer Wichtigkeit. So, Russland wiederum hat darauf gehofft, dass die Biden-Administration zum Open Skies-Vertrag zurückkehrt. Erst als Biden im Juni dieses Jahres sein Desinteresse signalisiert hat, hat Russland ebenfalls den Open Skies-Vertrag gekündigt. Das heißt, nach 6 Monaten Kündigungsfrist wird Russland am 18. Dezember dieses Jahres aus dem Vertrag ausscheiden. Russland hätte auch mit den Europäern den Vertrag weiter implementieren können. Doch es hat befürchtet, dass die NATO-Verbündeten Daten an die USA weitergeben könnten, die sie bei Beobachtungsflügen über Russland auch künftig gewinnen werden oder würden. Und dagegen für Russland seit November 2020 das US-Territorium für Beobachtungsflüge gesperrt. Das heißt, in Russland haben sich nun diejenigen durchgesetzt, die immer auf strategischer Augenhöhe mit Washington bleiben wollten
Und damit werden wir zwei der wichtigsten Teilnehmer des Vertrags im Dezember verloren haben. Wie viel ist der Vertrag denn ohne die USA und Russland noch wert? Naja, also dem Vertrag kommt natürlich der strategische Zweck abhanden. Und das ist gerade in einer Krisensituation, in der wir uns derzeit befinden, ein unermesslicher Schaden. Denn es geht ja darum, die Substanz von Bedrohungsperzeptionen, also insbesondere der NATO-Flankenstaaten, zu überprüfen und russische Truppenbewegungen zu beobachten. Dies ist aber ab Dezember nicht mehr kooperativ möglich. Staaten, die also keine Satellitenaufklärung haben, werden mehr von alliierten Aufklärungsergebnissen abhängen. Das bedeutet auch, dass Vermutungen, Perzeptionen, aber auch selektive Nachrichtenübermittlung und letztlich Worst-Case-Szenarien die bisherige objektive Faktenfeststellung durch den Open-Skies-Vertrag verdrängen werden. Und da Verbündete sich nicht gegenseitig verifizieren, bliebe ihnen nur noch übrig, sich auf die Ukraine, Georgien und Bosnien-Herzegowina zu konzentrieren. Die sind ja auch Mitglieder des Open-Skies-Vertrags. Und dafür stehen dann den verbliebenen 29 NATO- und EU-Staaten insgesamt 16 Flugquoten pro Jahr zur Verfügung. Viele werden sich überlegen, ob sich das dann eigentlich wirklich noch lohnt. Und wir müssen nun zusehen, wie eine Rückkehr der USA und Russlands in ein politisch vereinbartes Luftbeobachtungsregime organisiert werden kann. Denn eine Rückkehr in den Vertrag über eine rechtsverbindliche Ratifikation im Kongress kann man, glaube ich, ausschließen. Dafür gibt es keine Mehrheiten im Kongress. Also geht wahrscheinlich in der Zukunft nur ein politisch vereinbartes Regime, das man etwa an das Wiener Dokument anhängen könnte. Vielleicht gibt es auch eine andere regionale Konstruktion. Sie haben es ja beschrieben, dass wir derzeit ein enorm angespanntes Verhältnis zwischen den USA und Russland erleben. Vor diesem Hintergrund, welche Möglichkeiten sehen Sie, in diesem Umfeld vertrauensbildende Maßnahmen zu ergreifen? Ja, die Frage ist natürlich völlig berechtigt. Solange die geopolitischen und strategischen Wurzeln des Ukraine-Konflikts nicht gelöst werden, kommt es darauf an, die militärischen Spannungen zumindest einzuhegen und eine Eskalation zu vermeiden. Diese Eskalation muss nicht absichtlich erfolgen, könnte aber das Ergebnis unbeabsichtigter Unfälle oder militärischer Machtdemonstrationen und Provokationen sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Serie von sehr groß angelegten Übungen haben, teilweise in Grenznähe, teilweise nicht angekündigt, und eine Vervierfachung der Patrouillenflüge über der Hohen See. Und selbstverständlich haben wir auch Seeübungen. Also alles das kann natürlich auch irgendwo zu Zwischenfällen führen. Und dass die nicht eskalieren, darauf kommt es ganz besonders an. Um eine Deeskalation zu ermöglichen, müssen destabilisierende Maßnahmen vor allen Dingen in den Regionen eingeführt werden, in denen Russland und NATO-Kräfte sich nahe kommen, zum Beispiel in Grenznähe und auf oder über der Hohen See. Und dazu müssen direkte militärische Kontakte der operativen Hauptquartiere wieder aufgenommen werden und letztlich auch auf Großübungen und überraschende Alarmübungen in Grenznähe verzichtet werden. Sofern sie in einem angemessenen Rahmen dennoch durchgeführt werden, müssen sie der gegenseitigen Ankündigung, Transparenz und auch Verifikation, also Beobachtung, unterliegen. Solche Regionalmaßnahmen sieht das Wiener Dokument im Kapitel 10 ausdrücklich vor, aber es gibt sie eben derzeit so gut wie nicht, ganz wenige Ausnahmen. Insgesamt muss die Erfassungsbreite des Wiener Dokuments erheblich erweitert werden, damit man die Lücke schließen kann, die sich immer auftut zwischen notifikationspflichtigen Einheiten bei Großübungen und denen, die tatsächlich teilnehmen, die aber nicht notifikationspflichtig sind. Deswegen haben wir immer eine Diskrepanz zwischen Ankündigung, zum Beispiel in der OSZE, über Übungen und den tatsächlichen Stärken, die an solchen Übungen teilnehmen. Auch zur Überprüfung der vermuteten neuen INF-Waffen, das sind also Mittelstreckenraketen oder INF-fähigen Abschusseinrichtungen, sollten die gegenseitige Transparenz und Verifikation wieder eingeführt werden. Erst dann, glaube ich, kann man über ein Stationierungsmoratorium verhandeln,
wie es Präsident Putin vorgeschlagen hat. Bisher wurde das ja nur vom französischen Präsidenten aufgegriffen. Ein positives Zeichen, um mal was Positives zu sagen in dieser Lage, ist die Wiederaufnahme der strategischen Stabilitätsgespräche zwischen Russland und den USA, die die beiden Präsidenten bei ihrem jüngsten Treffen in Genf vereinbart haben. Also sie zielen auf ein New Start-Nachfolgeabkommen. Das hätte dann einen größeren Regelungsumfang. Man würde also möglicherweise auch nicht operative Atomwaffen, also diejenigen, die nicht direkt bei den Trägersystemen sind, sondern irgendwo in Lagern zurückgehalten werden, umfassen und auch vielleicht sogar taktische Nuklearwaffen, die in Europa stationiert sind. Und das würde dann auch für die europäische Sicherheit einen neuen Stabilitätsrahmen schaffen und auch für die NATO natürlich ein Gesichtspunkt sein, ihr strategisches Konzept dann zu überdenken. Es bedarf also eine ganze Menge an Diplomatie und man kann nur hoffen, dass diese erfolgreich wird. Das waren drei Fragen an OberstAD Wolfgang Richter, Sicherheitsexperte in der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Für Ihre Antworten, Herr Richter, vielen Dank. Ihnen auch herzlichen Dank, Frau Kofold. Alles Gute nach Wien.